Liebe Mitfeiernde über Livestream, mit den Schwestern im Kloster Nordkaseck verbunden, wir heißen Sie ganz herzlich zur Eucharistiefeier willkommen. Immer mehr Menschen strömen zu Jesus, hören ihm zu. Und seine Antwort ist: Diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona und das Zeichen der Weisheit des Salomo, aufgrund dessen sich die Königin von Saba auf den Weg macht, um ihm zu begegnen. Es sind Heiden, die sich umkehren, die Jesus, die Gott auf Gott hören, verstehen wollen, was geschieht, die sich bekehren. Und es sind die Israeliten, die satt und selbstzufrieden nicht schaffen, Jesus zu erkennen, ihn als den Menschensohn wahrzunehmen, als das, was er ist. Das sagt uns auch etwas über unsere heutige Zeit. Wenn wir so von uns überzeugt sind, so, es ist eine traurige Situation, Gott möchte unsere weit geöffneten Herzen. Er möchte, dass wir ihm folgen. Es gibt so viele Zeichen in unserer Welt. Es gibt so viel, was wir erkennen dürften. Lassen wir uns die Augen öffnen. Stärken wir uns am Tisch des Herrn. Nähren wir uns an seinen Worten. Denn er ist mit uns. Er ist da, um mit uns auf dem Weg zu sein, um uns zum Vater zu führen. Eine segensvolle Andacht und einen ganz schönen Tag. Leben Der Herr hat das Tor zum Leben aufgetan, zur Heimkehr in das Land, wo kein Tod mehr ist, in das Land der ewigen Freude. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium ist des Öfteren von Vorzeichen und von Zeichen die Rede. Wir müssen beide unterscheiden. Bei Vorzeichen geht es um Zeichen, die sichtbar machen können, dass das Gottesreich kommt. Und es sind die Gegner Jesu, die Zeichen fordern. Sie wollen, dass Jesus sich legitimiert als der, den sie in ihn zu erkennen meinen. Jesus soll das möglichst spektakulär machen. Es soll etwas Außergewöhnliches sein und sie sollen Gott darin wirken sehen. Aber Jesus weigert sich, solche Zeichen zu geben, denn er ist überzeugt, es ist die Unentschlossenheit seiner Gegner, sich auf ihn einzulassen und mit ihm zu gehen, obwohl alles klar und eindeutig ist. So wollen wir uns jetzt besinnen und Gott um sein Erbarmen bitten. Der gütige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns, was uns voneinander und von ihm trennt, damit wir mit dankbarem Herzen diesen Gottesdienst feiern. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Erden den Anfang des ewigen Lebens. Stärke dieses Leben, vollende, was du in uns begonnen hast. Und führe uns hin zu jenem Licht, in dem du selber wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und wirkt, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief an die Galater. Denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, 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 Alleluia. Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verhärtet nicht euer Herz. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Als immer mehr Menschen zusammenkamen, begann er zu sprechen: Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht mit den Männern dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus ist immer noch dabei, die Christen, die Heidenchristen in Galatien zu überzeugen, dass sie die Beschneidung und die damit verbundenen Gesetze nicht brauchen. Denn sie sind Söhne Gottes, so wie die Judenchristen es auch sind. Und sie sind es, weil sich ihnen Gott in Jesus Christus zugewandt hat. Durch seinen Tod am Kreuz hat er sie erlöst und ihnen Gerechtmachung geschenkt. Das heißt, es sind ihnen dadurch die Sünden vergeben. Und so haben sie gemeinsam mit den Judenchristen eine Basis, auf der sie sich nun Gott selber zuwenden können. Dem Trauen Gottes ihnen gegenüber in Jesus Christus sollte ihr Trauen die Antwort auf Gottes Handeln sein. Und dann geht Paulus auf die Taufe ein. Ihr seid auf Christus getauft, seid mit ihm mitgestorben und mit auferstanden. Das heißt, ihr seid in Christus hineingetaucht, ihr habt euch in Christus hineintauchen lassen. Und nun lebt ihr christusförmig. Und das hat Auswirkungen. Und das heißt dann nicht, wie es in der Einheitsübersetzung steht, es gibt keine mehr, es gibt immer noch Männer, Frauen, Freien und Sklaven, aber es gilt, dass das Griechesein keine Benachteiligung ist gegenüber das Judesein. Und
Die Gegenüberstellung bei den anderen Gruppen will besagen, die, die früher zu den privilegierten Gruppen gehört haben, sind es, was die Beziehung zu Gott betrifft, nicht mehr. Ein Freier ist Christus nicht näher als ein Sklave. Und ein Mann ist Christus nicht näher als eine Frau. Und so will Paulus die Heidenchristen, die Sklaven und die Frauen stärken, indem er ihnen sagt, ihr seid Christus genauso nahe und wichtig und kostbar wie die anderen. Und zum Schluss dieses Abschnitts betont Paulus, ihr seid Söhne Gottes, ihr seid Miterben Jesu Christi. Denn das, was dem Abraham verheißen wurde, dass nämlich sein Same, Jesus Christus, der erwartete Messias sein wird, er hat euch das Heil gebracht. Das gilt nicht nur für uns Judenchristen, sondern auch für euch Heidenchristen. Ihr seid Erben, seid Miterben Christi. Im Evangelium gibt es zwei Strophen und die sind gleich aufgebaut, scheinbar. Wenn der Evangelist sagt, beziehungsweise Jesus sagt, dass die Königin von Seba, die Königin des Südens, gekommen ist, um die Weisheit Salomos zu loben, zu ehren, dann folgt darauf das eine entscheidende Wort, hier aber ist mehr. Und in der zweiten Strophe sagt er, die Männer von Ninive werden im Gericht beim Gericht gegen diese Generation auftreten, dann endet auch das wieder, hier ist mehr. Das heißt, es kommt hier zu einer Steigerung. Zuerst die Königin von Saba, die kommt, um die Weisheit Salomos zu loben. Aber dann die Steigerung, die Niniviten haben nicht nur die Botschaft gehört, sondern sie sind auch umgekehrt. Und damit will Jesus seinen Zuhörern, den Verstockten sagen, die Königin von Saba hat so gehandelt, die Niniviten haben noch besser gehandelt. Und was ist mit euch? Bei euch geschieht gar nichts. Und es gehört zu Jesus, dass Jesus nicht offen von sich redet, sondern immer eher verdeckt und zurückhaltend. Und wenn er sagt, hier ist mehr, meint er natürlich sich selbst. Er, der Menschensohn, ist mehr als Salomo und mehr als Jona. Und damit gibt Jesus den Zuhörern nicht nur zu verstehen, dass sie weit hinter den Heiden zurückbleiben, in ihrem Trauen Gott gegenüber, sondern er steht auch über die Weisheit und über die Propheten. Und all das ist eine Provokation für seine Zuhörer, die Juden. Und mit dieser Provokation will Jesus seine Zuhörer aufwecken und sie dazu bringen,
dass sie über ihren Schatten springen. Zu Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, wollen wir beten. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kirche, dass sie auf den Ruf zur Umkehr höre. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die nicht glauben, dass sie zum Licht der Wahrheit gelangen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die alten Menschen, dass du ihnen Geborgenheit gibst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gottesdienstgemeinde, dass wir erlangen, was du verheißen hast. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, unser Vater, unser Leben ruht in deiner Hand. Erhöre unsere Bitten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Treuer Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren. Durch uns bringt er Segen und Heil, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Heilig ist Gott, der Herr. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Gallus und dem heiligen Otmar und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Markus und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und Ordensleute,
alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser, geheiligt werde. Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unseren kleinen Glauben, sondern auf den Glauben unserer Schwestern und Brüder und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit.
Lasset uns beten. Barmherziger, ewiger Gott, du hast uns, die wir noch auf Erden leben, deine göttlichen Geheimnisse anvertraut. Lenke unser Sehnen und Verlangen zum Himmel, wo Jesus Christus als erster der Menschen bei dir ist, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich segne und beschütze euch, der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in all deinen Kirchen, in der ganzen Welt, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
erbarmen.